So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Inzwischen funktioniert es endlich. Der Villager erntet und baut wieder an. Ab und zu kommt mal was rein. Momentan macht er sich noch eher selber das Inventar voll. Aber das ist fürs Erste jetzt auch erstmal okay. Darum können wir uns dann später kümmern. Hier kann ich mal den Stein austauschen. Oh. Oh. Die sehen aber gar nicht freundlich aus. So, Nummer 1, komm. Komm ran hier. Ja, na komm. Hallo, ich. Junge, ich bin genau bei dir. Komm jetzt. Sag mal, will er mich verarschen? Kommt der vielleicht einfach nicht über die Schienen? Ja krass, der geht nicht auf die Schienen. Das ist super praktisch, möchte ich meinen. So, ich möchte aber trotzdem nicht, dass hier aktuell Zeug spawnt. Aber ich brauche auf jeden Fall neue Schienen. Wir könnten rein theoretisch selber ein paar Schienen herstellen. So. Dann können wir hier gleich noch ein bisschen Stein herstellen. Und haben wir dann vielleicht hier unten auch ein bisschen Eisen? Ja, nochmal 64. Sehr gut. So, 25 Knochenmehl. Weizen steckt da noch ein. Das Knochenmehl wird halt gleich abgezogen. Weil da ist jetzt ein Trichter darunter. Ach warte, ich wollte Eisen einschmelzen. So, hier, guck mal. So, problematisch ist eher, dass wir, glaube ich, kein Holz mehr haben. So, neun Tropenbretter werden zu Stöckchen. So, einmal noch, dann können wir zumindest wieder ein paar von den Schienen machen. Leider nicht sehr viel. 16 Stück, damit kommen wir nicht so weit. Aber immerhin kriegen wir ein bisschen was hin. So. Nein. Normale Schiene. Jetzt brauchen wir wieder welche. Gut, hier war praktisch zweimal Trichter, die ich gerade nicht einstecken habe. Echt blöd. Dann könnten wir das ja grundsätzlich auch schon mal fertig machen. Wo sind meine Trichter? Wo habe ich den gepackt? Ja, komm. Wir schmelzen gerade eh Eisen. Dann machen wir uns einfach neue. Wir sollten aber vielleicht in der Zeit ein bisschen Holz besorgen. So, hier noch Maschinen. Verdammt. So. Was schmeiß ich mal weg? Drei Weizenkörner. Brauche ich nicht. So, das dauert noch mal. Ich dachte, ich kann jetzt schnell die ganze Maschine hier fertig bauen. Und dann pflanzen wir hier ein paar Karottchen an. So. Aber ich kann ja auch einfach überlegen. Es waren praktisch zwei Trichter. Dann ist hier Stein. Oh, Eisen. Geil. Dann ging es runter. Zwei, drei. So. Und dann irgendwie in die Richtung erstmal.
Da haben wir noch ein bisschen Kupfer, auch nett. So, jetzt müssten wir hier hinten uns trotzdem einmal durcharbeiten. Ach, perfekt. Das nenne ich mal Augenmaß. So, was? Ja, komm, wegen einem Weizen tue ich jetzt auch nicht so rum. Dann bräuchten wir hier mal wieder eine Antriebsschiene. So. Dann machen wir hier wieder eine Antriebsschiene hin. Und hier. So, hier wäre keine Antriebsschiene, aber hier und hier. Und da unten dann auch. Und hier. Das kriegen wir dann alles noch hin. So, jetzt brauchen wir aber sowohl normale Schienen als auch Antriebsschienen wieder. So, normale Schienen kriegen wir jetzt ein paar. Das ist nicht schlecht. Ich muss hier mal wieder ablegen. Dann gehen wir nochmal Gold holen. Und vielleicht auch gleich ein paar Karotten. So, das kann erstmal... Wobei, die brauche ich noch. Das kann mal alles weg. Granit, Diorit. Alles Schmutz. Erde werden wir auch noch mehr brauchen. Das wird nicht reichen. Rohkupfer können wir mal da lassen. Das können wir da lassen. So, Weizenkörner. Packe ich halt jetzt hier mit hin. Der steckt sich für meinen Geschmack noch zu viel in die eigene Tasche. So, ein Glück ist jetzt natürlich Nacht. Ich würde einfach mal, weil ich gar nicht weiß, wie lange wir schon nicht mehr geschlafen haben, mich mal eben ins Bett begeben. So. So, dann machen wir hier wieder zu. Hier hatten wir nicht zufällig Gold gelassen, ne? Nee, aber den Komposter nehme ich mit. Den würde ich brauchen. Daraus können wir mal schnell Bretter machen. Hier ist uns nichts dabei, was ich brauchen kann. Also wir brauchen ein paar Goldschienen. 8-mal kann ich herstellen. Dafür habe ich gerade so genug Redstone dabei. Wobei, in der Höhle müsste ja eigentlich auch noch Redstone rumliegen. Oder zumindest würde es mich wundern, wenn da nichts wäre. Aua. Und vielleicht baue ich mir einfach irgendwo vorübergehend eine kleine AFK-Angelstation zu den Feldern. Dann kann ich da noch ein bisschen rumeideln und nebenbei wächst alles. Das sollten wir wohl tun. So, hier. Sag an, was können wir machen? Antriebsschiene. 8-mal, perfekt. Dann lasse ich den Rest hier. 48 Antriebsschienen, damit kommen wir ein Stück weit. Ach, und hier haben wir auch noch normale Schienen. Das nehme ich mal mit. Einen Hopper könnte ich eigentlich schnell machen. So. Dann brauche ich auch nochmal zwei Trichter. Also nochmal 10 Eisen. Ach, und ich wollte Karotten mitnehmen. Karotten. Das ist nicht sehr viel. Aber es muss wohl erstmal reichen.
und Erde. Habe ich schon wieder vergessen. Erde. Noch ein bisschen Erde. Ja gut, müsste erstmal genügen. Hoffe ich zumindest. Aber die Schienen reichen jetzt auf jeden Fall. Der Antriebsschienen vielleicht nicht für alle vier, aber jetzt das zweite kriegen wir auf jeden Fall durch. So. Gut, haben wir das gleich. Ist halt wirklich ein weiter Weg. Ich glaube nicht wirklich, dass das funktioniert, wenn wir im Hafen rumwerkeln, dass hier die Felder einfach laufen. So, die Eimer habe ich jetzt nicht dabei, sonst hätte ich gleich mal zwei Lava-Eimer holen können. Aber wir brauchen die an sich sowieso als allererstes für Wasser. So, dann wollen wir mal. So. Dann machen wir hier mal wieder eine Antriebsschiene rein. Achso, warte. Brauch eine Antriebsschiene. So. Dann kommt hier ein kleiner Redstone-Block hin. Und die Antriebsschienen sind alle verbunden. Hier kommt eine normale. Dann wären hier die beiden Trichter. Die müsste ich allerdings schon mal hier dagegen setzen. So, die Trichter. Dann brauchen wir hier noch die ganze Automatik. Warte, nee, der Block darf bleiben. Dann wäre hier die Redstone-Fackel. Oh, und die Kohle. Die Kohle ist auch hier. Die muss ich natürlich mitnehmen. Wir leveln zwar gerade nicht wirklich, aber unsere Spitzhacke repariert sich dadurch ein bisschen. Und das ist mir sehr viel wert. So, hier alles wieder schön dicht machen. So. Haben wir das? Da müssten wir hier unten durch. Redstone Fackel. So, an dem Stein soll es ankommen. So, dann können wir also hier einfach runter und kommen da an. Nice. So, hier würde ich dann wieder vorsichtshalber den Repeater hinsetzen, den ich gerade nicht dabei habe. Aber es macht nichts, weil Redstone brauchen wir auch. Ja. Wir kommen wieder. Keine Sorge. Das Loch werde ich schon stopfen. So, das kann weg. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dafür brauche ich dich und dich. Das dürfte reichen. Und macht er sich immer noch die Taschen voll? Jawohl. Dieser ehrenlose Hund. So, dann hier runter. Hier den Repeater. Redstone, Redstone und hier. Dann können wir hier zumachen. Ach, ich bin so schlau. Jetzt habe ich hier... Ah. Genau das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich brauche ja noch eine Schiene. So. Jeweils ein paar
mal im Inventar lassen. So, das waren die falschen. Die hier kommt dann da drauf. So. Und dann brauchen wir nur noch die Trichterlore reinsetzen und ab geht die Fahrt. So, haben wir das alles zu. Hier unten geht die wilde Fahrt ab. Perfekt. So, dann brauchen wir als nächstes die Erde. Darunter müssen wir jetzt nun nicht mehr. So. Und dann hier und dann nur noch das ganze letzte Eck. So, hier haben wir die Mitte. Da kommt dann praktisch wieder ein Trichter und ein Komposter hin. Oh oh, ich habe nicht genug Erde dabei. Verflucht. Und ich habe auch keinen Trichter mehr. Verflucht. Aber das hier kann ich gleich ausbessern. Yeah! Genau wie hier. So, na gut, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Erde haben. Ich hoffe sehr. Nein. Klasse. Der macht immer noch nur seine eigene Tasche voll. Dieser Nichtsnutz. Und dabei hat er einen Beruf. So, haben wir denn vielleicht ein wenig Erde in der Mühle? Wir hätten Grasblöcke, würde zur Not auch gehen. Wobei, aktuell würde ich die gerne sparen, weil wir keine Behutsamkeitsschaufel mehr haben. Na gut, bleibt mir nichts anderes übrig. 13 Stück sollten reichen. Und ich habe wieder keinen Eimer mitgenommen. Zufällig hier jemand. Ach, schön. Dann nehme ich doch gleich die Lava mit. Dann mache ich 4 Eimer. Bevor es jetzt gar dunkel wird. Verflucht. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Da drüben zur Lava. Und zurück. Ohne zu sterben. Das wäre mein Ziel. Hilfe, es wird dunkel. So. Schön vorsichtig. Gut, dann haben wir das alles. Dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie nach Hause finden, ohne den Weg wirklich zu sehen. Es ist sehr dunkel. Fast schon unheimlich. So, der Weg der Mühle. Alter, wie der leuchtet. Das ist so schön. Und diese Felder. Dieses nachts fast noch hübscher als tagsüber. Muss ich ja mal hier einfach anmerken. So, den ersten Lava-Eimer. Und da müssen wir das dann auch noch machen, aber dazu später. Der kann weg, den werden wir gleich brauchen. Vorher allerdings hier die Erde. Ach, ich habe ja... Wo kommt denn jetzt die Erde her? Seltsam. So, den Trichter. Irgendwo hier war Eisen drin. So, kommt gleich wieder
Bisschen Eisen dazu. Richter. Hier. So. Dann haben wir das hier. Warte, Stein nehme ich auch gleich mit. Und schmeiß wieder welchen dazu. So. Dann hätten wir das. So, dann bewässern wir das Ganze mal. So, dann haben wir das. Dann können wir hier mal durchsensen. Und dann brauchen wir nur noch den Dorfbewohner. Und ein bisschen ausleuchten. Das müssten wir auch noch machen. So. Das letzte bisschen, das da... Okay, habe ich schon gemacht. Fackel. Fackel. Da noch eine. Hier noch eine. Dann Laternen habe ich nicht einstecken. Holen wir gleich. Vorher machen wir hier noch überall zu. Was mich gerade ein bisschen irritiert, warum höre ich hier keine Lore fahren? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, aus irgendeinem Grund ist er hier stehen geblieben. Verdammt. So, hoffen wir mal, dass es jetzt gleich wieder reibungslos läuft. Sollte ja eigentlich. So, ach ja, klar. Trichterlore. Wir werden ja gleich sehen, ob sie wieder zurückkommt. Dann haben wir ja drüben schon Knochenmehl, dann können wir das Knochenmehl hier gleich nutzen, um die Karotten ein bisschen anzufarmen, dass er gleich ein paar mehr sind. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung, was da gerade los war. Dinge geschehen. Unerklärlich. Aber manchmal ist es halt einfach so. So, das können wir mal zurückpacken. Was wollte ich denn holen? Ach ja, Laterne. Einmal. Das brauchen wir nun nicht mehr. Dann könnten wir noch den Dorfbewohner holen. Oder weißt du was, den holen wir in der nächsten Folge. Wir machen das jetzt noch ein bisschen hübsch. Bauen da auch gleich das Glas hin. Und dann kommen wir für heute schon zum Ende. So. Das Glas. Haben wir nicht mehr so viel. Sollten wir also, wenn wir den Dorfbewohner holen... vermutlich noch mal gleich was mitnehmen. Immerhin reicht's. Großer Fortschritt. So, die Laterne, beziehungsweise die Fackel, hätten wir dann hier. So, hier muss ich noch ein bisschen Wand ausbessern. Das ist mir vorher bloß nicht aufgefallen. Ja, genau so. Und nicht anders. So, dann haben wir hier eigentlich die Farm auch fertig. Ach, ich wollte Knochenmehl holen. Knochenmehl.
27. Angenehm. Dann machen wir hier schon mal ein bisschen Karotten voll. So. So, die braucht diesmal gar nicht unbedingt das Minecart mitnehmen. Die will ich gerne selber aufsammeln. 29. Warte, ich muss mal die Fackeln aus der Nebenhand nehmen. Wenn wir sowas hier machen. So. Haben wir nochmal 6 zusätzliche Karotten bekommen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann holen wir den Dorfbewohner. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.